Hi und herzlich willkommen zum Challenge-Update Nummer 11. Unglaublich, wie die Zeit voranschreitet. Nur noch zwei ganze Tage, dann geht Deutschlands größte Low-Carb-Challenge los und ich hoffe, du bist dabei. Bevor ich zu den richtigen inhaltlichen Sachen komme, wie zum Beispiel Vegetarier und Veganer kombiniert mit Low Carb, funktioniert das und so weiter und so fort, möchte ich ganz kurz noch ein paar organisatorische Sachen loswerden, weil ich ganz genau weiß, dass die dir am wichtigsten sind. Ich werde ab nächster Woche, wenn am Montag die Low Carb Challenge losgeht, die Challenge Updates versuchen täglich, sobald es interessante Sachen gibt, jeden Morgen spätestens um 10 Uhr online zu haben. Das ist einfach aus dem Grund, dass ich zwar diese 20 Uhr Updates sehr, sehr gerne gemacht habe, sie mir aber sehr, sehr, sehr schwer fallen, in meinen Tagesrhythmus hinein zu planen. Deswegen werde ich die Challenge Updates ab Montag dann immer um 10 Uhr morgens veröffentlichen. Werde es aber wahrscheinlich nicht gleich immer simultan auch in der Facebook-Gruppe posten können. Das heißt für dich, wenn du wirklich direkt gleich um 10 die Updates immer haben magst, dass du dann auf meinen YouTube-Kanal gehst, den dort abonnierst und dort kriegst du dann sofort auch gleich eine E-Mail, wenn du es dementsprechend eingestellt hast, dass das Video online ist. Und dann kannst du dir das direkt auf dem YouTube-Kanal immer jeden Morgen um 10 Uhr anschauen, was es denn so für Updates gibt. Was wird es für Updates geben? Es wird Updates generell zu meiner eigenen Challenge geben, was ich so esse, was ich so koche. Ich werde auch aber Updates von Challenge-Teilnehmern posten und veröffentlichen, sprich auch bestimmte Motivations-Interviews auch hochladen. Also sehr, sehr interessante Sachen, sodass du wirklich so gut wie jeden Tag coole Updates hast und einfach am Ball mit dabei bleibst. Also check auf jeden Fall auf meinen YouTube-Kanal rüber und abonniere den, damit du da alle Infos aktuell haben kannst. Ich werde nicht jedes Video per E-Mail ankündigen und dich mit E-Mails zuspammen. Per E-Mail und Challenge-Newsletter wirst du wirklich nur wichtige Informationen immer wieder bekommen, so etwa alle 3 bis 4 Tage, wenn wirklich was richtiges, wichtiges am Start ist, dann bekommst du eine E-Mail oder eine kleine Zusammenfassung, aber nicht jeden Tag, keine Sorge. Dann kommen wir zu dem Punkt, was ich eigentlich heute ansprechen wollte, ein ganz, ganz wichtiger. Bevor ich den noch anreiße, hier noch mein Reminder-Zettel steht hier Reminder drauf, mein Gott. So wie wir es angekündigt haben. Ab dem 3.8., wenn die Challenge losgeht, sind die Tore zu. Niemand kann sich mehr dafür registrieren über E-Mail. Niemand wird mehr neu reingelassen in die Facebook-Gruppe. Das heißt für dich, lad übers Wochenende nochmal so viele Freunde ein und fordere sie heraus, mit dabei zu sein. Denn ab dem 3.8. kommt niemand mehr in die Facebook-Gruppe rein und ab da geht's dann los. Warum? Ganz einfach. Ich möchte einfach diese quasi Anfängerfragen zu Technik-Sachen bliblablub einfach raushalten, sodass ab dem 3.8. wirklich nur noch Content geteilt wird, Rezepte geteilt werden, Bilder geteilt werden, um dass das für alle wirklich den Mehrwert diese Gruppe hat. Deswegen fordere alle deine Freunde nochmal heraus, dass sie spätestens bis zum Sonntag mit an Bord sind. Okay, dann kommen wir zu dem Thema Vegetarier und Veganer. Eine Frage, die schon sehr oft gefragt worden ist und die ich absichtlich sehr lange nach hinten rausgezogen habe, weil ich ganz ehrlich einfach so diesen natürlichen Filterungsprozess haben möchte. Ich finde Vegetarier Weltklasse, ich finde Veganer Weltklasse, ich finde aber auch Menschen, die Fleisch essen, Weltklasse. Meine Freundin ist selber Vegetarierin, ich bin kein reiner Vegetarier. Wir leben trotzdem seit über 13 Jahren jetzt mittlerweile zusammen, haben 2 Kinder und es funktioniert wunderbar. Und viele Vegetarier und Veganer, die diese Frage gestellt haben, sind wahrscheinlich mittlerweile auch gar nicht mehr in der Challenge-Gruppe mit unterwegs oder spätestens nachdem sie gestern den 3Z Max Ernährungsplan bzw. Fahrplan gesehen haben, haben sie sich verabschiedet, weil da teilweise natürlich Eier oder auch Fisch oder Fleisch mit dabei ist. Ich respektiere jede Art und Weise, wie Menschen denken. Ich fordere das nicht von jedem anderen auch auf, aber ich finde es großartig, wenn immer noch Vegetarier und Veganer auch in der Challenge-Gruppe mit dabei sind. Und für euch gilt natürlich selbstverständlich auch nach diesem 3Z-Max-Prinzip, was ich gestern in der Gruppe vorgestellt habe, dass ihr einfach diese Eiweißquellen und da wisst ihr, habt ihr als
tatsächliche Vegetarier viel mehr Erfahrungen drin als ich, dass ihr einfach eure Eiweißquellen in diesem gelben Block, in diesem Baukastenprinzip einfach mit einbaut. Der Rest ist ja im Prinzip gleich. Wir essen viel Gemüse, hin und wieder vielleicht eine kleine Beilage, je nachdem wie streng du dich Low Carb ernähren magst, und die Eiweißquelle ist ja dann keine tierische, sondern eine pflanzliche. Und dann wählst du da halt einfach was aus. Generell ist halt zu sagen, meine persönliche Meinung ist halt, Low Carb mit Vegetarier oder Veganer zu kombinieren halt ein bisschen schwieriger, als wenn du Fleisch isst, weil wenn du dich dafür entscheidest, dass Low Carb für dich eine Ernährungsweise ist und für dich gut ist, du es gut verträgst, vielleicht Erfolge hast, dann tust du auf natürliche Art und Weise sagen, ich reduziere meine Kohlenhydrate. Wenn du jetzt aber auch noch Vegetarier bist und den Anspruch darauf hast und dann auch noch deinen Fleischkonsum und Fischkonsum reduzierst, dann hast du schon zwei Sachen, die du halt so ein bisschen wegcancelst, und Fisch und Fleisch, die tierischen Sachen, sind halt nun mal im Hinblick auf Eiweißlieferanten eine gute Quelle. Und wenn du das einfach dir wegcancelst, dann fällt dir da halt einfach ein bisschen was weg. Sprich, Low Carb wird für dich vielleicht ein bisschen anstrengender, mehr aufwendiger, was nicht heißt, dass es nicht umsetzbar ist, aber gehört ein bisschen mehr Planung halt mit dazu, als jetzt es bei einem Fleischesser ist. Der hat dann einfach mehr Möglichkeiten, reine Eiweißquellen zu wählen. Deswegen ist jetzt, sag ich mal, die Kombination Low Carb mit Vegetarier und oder Veganer halt meiner Meinung nach ein bisschen anstrengender, aber es funktioniert. Und ich freue mich sehr, wenn auch du Vegetarier bist und trotzdem die Challenge angenommen hast und mit dabei bist. Genau, 3Z-Max-Plan, den ich gestern vorgestellt habe. Da sind dann auch, ich glaube, wer war das? Oh, ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Sorry. Ah, nee, die Stefanie Averbeck. Stefanie Averbeck hat einen Plan, den sie sich aufgrund dieses Baukastenprinzips zusammengebastelt hat, hat ihn zugeschickt und hat ihn dann direkt gleich auch ins Forum gepackt. Und da bin ich auf die Idee gekommen, hey, lass uns das doch einfach so machen. Ihr packt alle, wie ihr sie wollt, einfach eure 3Z-Max-Pläne in das Forum mit rein, also wirklich in das Forum. Auf Facebook werde ich da keine Stellung dazu nehmen. Bitte packt eure Ernährungspläne in das Forum rein, und wenn die Ernährungspläne im Forum drin sind, dann werfe ich da gerne einen Blick drauf, und je nachdem, wie viele es dann werden tatsächlich, werde ich zu dem einen oder anderen auch meinen eigenen Senf dazugeben, so dass das es für alle einfach einfacher wird, dass ihr euch Beispiele von anderen nehmen könnt. Ich habe ja mein Beispiel auch schon mit reingemacht. Also stellt gerne eure 3Z-Max-Pläne in das Forum rein, und dann kriegt ihr meinen und den anderen Senf auch noch mit dazu, und so wird aus dem Ganzen dann ein Schuh. Und dann zu guter Letzt noch die Info, ich werde dann heute, am Wochenende, glaube ich, eine Liste veröffentlichen mit den Top 10 Low-Carb-Obstsorten. Wird immer wieder gefragt, hey, kann ich Obst essen während Low-Carb? Natürlich kannst du Obst essen, musst nur vielleicht das eine oder andere beachten. Oft hat Obst einfach mehr Kohlenhydrate als Gemüse. Das heißt, wenn du ungefähr die Hälfte der Obstmenge isst, die du an Gemüse essen würdest, wenn du quasi die Hälfte davon an Obst isst, dann fährst du damit vielleicht ganz gut. Vielleicht die Hälfte bis ein Drittel an der Menge. Weil im Obst ist ungefähr doppelt so viel bis zweimal so viel Kohlenhydrate wie in den meisten Gemüsesorten, so Pi mal Daumen. Das heißt, du könntest rein theoretisch auch gar kein Gemüse essen, sondern einfach nur Obst, aber dann hast du halt einfach weniger Nahrungsvolumen, weniger Fülle, das heißt auch dein Magen wird weniger gefüllt, und dann wird das Ganze vielleicht mit dem Thema Hunger ein bisschen ein größeres Thema. Aber genau deswegen packe ich dir einfach die Top 10 Low Carb Obstsorten auf den lowcarbchallenge.de Blog, und dann kannst du da einfach mal gucken, welche Obstsorten die wenigsten Kohlenhydratanteile haben, und dann kannst du das auch gerne mit in deine Challenge mit einbauen. Cool, in dem Sinne, das war heute vielleicht ein bisschen ein längeres Update. Ich habe heute versucht, auch meinen Spickzettel mal zu verwenden, damit ich nicht ganz so viel Videos schneiden muss, weil dafür geht nämlich auch manchmal ganz schön viel Zeit drauf. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Bereite dich gut vor. Schau dir nochmal den lowcarbchallenge.de Fahrplan an. Da sind so ein paar ganz wichtige Punkte drin, wie du dich darauf vorbereitest, abgesehen von den Einkäufen. Das ist auf jeden Fall vor den Einkäufen zu erledigen. Schau da auf jeden Fall vorbei, dann freue ich mich unglaublich sehr auf den Montag, wenn es jetzt richtig losgeht. Ich bin auch schon richtig heiß und aufgeregt und freue mich, dass du dabei bist. Bis dahin, liebe Grüße, und bis dann. Ciao.